Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, vor allem Fußballfreunde natürlich, hier zur neuen Preview aus der Ligue 1 Olympique Lyon gegen Dijon FCO. Ja, siebter Spieltag und Lyon ist hier natürlich klarer Favorit bei diesem Spiel. Ich spiele auch mit Lyon, denn es ist ja, wie ihr es ja immer kennt jetzt von den Videos, es ist die Heimmannschaft und die nehme ich natürlich auch. Sollte mal der Favoritenrolle getreu werden und das Spiel hier gut abschließen. Mal sehen, wie es wird. Aber mit dieser Ausstellung hier sollte es eigentlich klappen. Ich habe zum Beispiel Depay, Memphis dabei, Fekir, Cornet, Traoré, das ist ein super Sturm schon mal. Hinten rechts Raphael, der Ex-Manu-Spieler, genauso wie Depay. Ja, und auf der anderen Seite, da kennt man, also ich persönlich keinen, wie es aussieht, ja. Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall wünsche ich euch hier viel Spaß bei der Preview und dann geht es hier auch los mit Anstoß Lyon. Und ich denke mal, Lyon will hier direkt loslegen, wie die Feuerwehr. Und so sieht es auch bisher aus. Raphael. Oh, da war schon die erste Chance. Aber, wobei, also wirkliche Chance war es ja nicht. Also, ja. Oh, Fekir mit einem bösen Foul von hinten. Der Kapitän kriegt gelb. Fekir ja ein Talent, was vielleicht in den nächsten Jahren den Durchbruch schaffen kann. Oh, Kapitän gegen Kapitän. Und ja, da hätte er sich über eine rote Karte nicht beschweren können. Der Spieler von Lyon und Dijon kommt jetzt mal hier in den 15 Minuten. 15 Minuten. Oh. Aber wie es aussieht, war es abseits, oder? Genau. Oh, und zwar deutlich, aber wäre da hinten noch rangekommen und wäre es kein Abseits gewesen, ja, dann hätte hier schon das erste Gegentor für Lyon fallen können. Kleiner Sprung gemacht, wir sind in der 22. Minute und jetzt kommt Lyon. Cornet, Cornet! Was für ein geiles Tor! Mit dem Kopf unhaltbar reingeköpft aus kürzester Distanz. Nochmal ein, zwei Meter, aber die Flanke war natürlich auch perfekt dann. Hier kommst du nochmal. Und dann bam, einfach rein. Der war halt auch ein bisschen schneller als der Innenverteidiger von Dijon. Flanke und dann bam, einfach rein. Torwart ohne Chance. Und somit führt der Favorit hier Lyon 1-0. Aber jetzt gucken wir gleich mal hier auf die andere Seite, denn da kommt Dijon. Und okay. Ja, solche Chancen macht Dijon gerade. Da kommt man natürlich nicht wirklich voran. Jetzt gibt es nochmal eine gelbe Karte für Marcelo. Für dieses Foul hier. Ja, okay. Na gut. 38. Minute. Und Lyon greift wieder an. Traoré. Traoré. Uiuiuiui. Das war. Das sah jedenfalls relativ knapp aus. Können wir hier nochmal sehen. Joa. 10 cm oder so, dann wäre er reingegangen. 44. Minute. Und Lyon kommt hier nochmal. Kriegt nochmal einen Einwurf. Mal sehen, ob sie vor der Pause noch was machen können. Depay, Traoré. Traoré! Das gleiche Tor eigentlich wieder wie beim 1-0 von Cornet. Traoré hier auch wieder nach einer Flanke komplett freistehend, rennt durch da einfach und dann flupp rein, geköpft, wieder aus kürzester Distanz, also, oh, mit dem Außenriss hier, Depay, eieiei, wunderschön, wunderschön gemacht. Ja, und somit eine klare Sache bisher für den Favoriten hier in diesem Spiel. Und dann ist auch jetzt Halbzeit hier. Also,
Konnet Traoré, 2 Tore, 2-0 Führung. Dijon kriegt nicht viel hin. Sehen wir, denke ich mal, hier auch gleich bei den Statistiken. Und dann können wir uns eigentlich auch schon auf die zweite Halbzeit freuen. Ja, also 55% des Ballbesitzes geht noch, aber Schüsse hier. 6, 2 davon aufs Tor und 2 Tore. Auf der anderen Seite ein Schuss nur, der nicht mal aufs Tor. Das ist natürlich schon eine ganz klare Sache. Und ja, da wird die zweite Halbzeit hier angepfiffen. Die gelben Karten sind bei Lyon draußen, wurden ausgewechselt. Und 53. Minute, da ist Toussaint, da ist Depay aus diesem Winkel, 3-0, was geht denn hier ab? Okay, den dachte ich, dass der immer ans Außennetz geht, aber Depay kriegt den noch gerade so rein, das ist richtig spitzer Winkel gewesen, schön durchkombiniert, Schuss erstmal gehalten, aber dann hier, er legt sich den eigentlich noch richtig weit vor, da wo ich dachte, nee, das wird nichts mehr. Aber Depay ist, wie es aussieht, schnell genug gewesen, um den doch noch zu bekommen und gerade noch jetzt hier vorbeizulegen. Krasses Tor auf jeden Fall. Und ja, Spiel ist entschieden, würde ich sagen. Mal sehen, ob da noch was kommt. 65. Minute, wieder ein knallhartes Foul. Morel bekommt die gelbe Karte. Für dieses Einsteigen hier, ja, wobei, der war ja auch ein bisschen beigespielt dabei, ne? Also, gut, Ecke, 81. Minute für Lyon. So, da ist Mascal. Super Schuss, aber gehalten vom Torwart. Stand komplett frei hier. Der Lyon-Spieler. 88. Minute. Dijon kommt, Dijon macht hier das 3:1 und es war auch nicht schlecht. Also wir haben heute 4 echt gute Tore gesehen bisher. 88. Minute, Chenot, oder wie er heißt, Chenot, ne, eher nicht, macht hier das 3:1 für Dijon, also so 1:3 dann. Und es war kein Abseits und den nimmt er einfach mal sozusagen Volley mit der Brust angenommen, dann direkt abgezogen. Schön gemacht, muss man mal sagen. Bam, und dann direkt Volley am Torwart vorbeigelegt. Aber das dürfte es eigentlich auch gewesen sein. Wobei, Lyon kommt nochmal, Depay. Aber den konnte der Torwart halten von Dijon. Und jetzt ist es aus. Also 3:1 geht diese Preview hier zu Ende. 4 Tore gesehen, 4 schöne Tore gesehen, Konnet, Traoré, Depay auf der einen Seite, Chenot auf der anderen Seite und es ist ein hochverdienter Sieg für Lyon, das sieht man an den Statistiken hier, vor allem Schüsse und Schüsse aufs Tor, da haben sie richtig Gas gegeben, Ballbesitz ist geblieben, ja, und dann würde ich mal sagen, überlegen wir uns mal, wie es in echt ausgeht, ne? Also ich würde mal sagen, Lyon ist natürlich der Hauptfavorit. Dijon kriegt da nicht viel hin, denke ich mal, vor allem ist es auswärts. Und da würde ich sagen, es wird sogar noch ein bisschen höher werden. Vielleicht sogar mit einem, ja, 4-1, 5-1 sowas, wenn Lyon richtig Bock hat. Sagen wir mal 5-1 und könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was denkt ihr, wie geht's aus? Ja, und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen, Kanal noch abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ist ja kostenlos. Und dann wünsche ich mich auf ein Wiedersehen im nächsten Video, freuen. Bis dahin, ciao, bleibt sportlich und tschüssikowski.